Hallo, willkommen zum 26. Teil von Leonthal, eine Sonderedition zum Thema Regen, Regentage. Es regnet, es hat geregnet, es hat seit Wochen geregnet und zwar immer wieder und ordentlich. Man sollte dazu sagen, das Bergische Land gehört zum regenreichsten Gebieten, zu den regenreichsten Gebieten Deutschlands. Man ist hier Regen gewohnt, wenn es hier regnet, regnet es richtig. Aber was in den letzten paar Wochen und vor ein paar Wochen vor allem runterkam, das war nicht mehr feierlich. Das hat man auch durchaus im Fernsehen gesehen, ne? In Wuppertal, da die Gullideckel, die vom Wasser hochgesprengt wurden, das war schon heftig. Wuppertal ist hier ein bisschen weiter nördlich und Wuppertal gehört auch zu einer der regenreichsten Städte Deutschlands. Jedenfalls, Regen ist man hier gewohnt, aber das war schon, und Gewitter kommen immer noch ab und zu und dann plattert es aber ordentlich. Das ist okay, weil hier alle dran gewohnt sind, gewöhnt sind. Das Problem ist, auch hier im Haus kam Feuchtigkeit an. Und zwar etwas mehr als sonst. Das Haus ist völlig in Ordnung, der Raum hier ist trocken. Aber ganz offensichtlich ist die Feuchtigkeit hier im Raum angestiegen. An der ganzen Anlage hat sich nichts verändert, es ist alles in Ordnung. Nur die Fototapete hat sich teilweise gelöst und bildet unschöne Falten, die vorher nicht so da waren. Zwar ein paar Falten drin, aber nichts Dramatisches, nichts, was man nicht hätte vertuschen und verbergen können. Einfach mit einem Baum davor zum Beispiel, ganz einfach. Großes Problem. Großes Problem, was mich sehr ärgert, weil mir der Hintergrund wichtig ist und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was ich machen soll. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Man könnte es einfach wieder runterreißen. Noch geht's. Noch ist an der Anlage nicht so furchtbar viel getan. Schon viel Arbeit drin, aber man kann es noch machen. Man könnte es versuchen, irgendwie zu flicken. Ich wüsste aber nicht, wie. Das Interessante ist, ich habe zwischendurch mal die Fußbodenheizung hier angemacht und dann ist es prompt weniger geworden. Also es ist eindeutig Feuchtigkeit und im Winter, wenn es hier trockener ist, muss man sich mal vorstellen, im Winter ist der Raum trockener als im Sommer, das glaubt aber auch kein Mensch, dann würde das teilweise wieder verschwinden. Wenn man mit dem Föhn drüber fährt zum Beispiel, dann verschwinden die Falten fast vollständig. Ich könnte es runterreißen, ich könnte neue kaufen und wieder dran machen oder ich könnte versuchen, selber Himmel zu malen, was ich mir eigentlich zutraue. Ich könnte auch, ich habe überlegt, mit Mattlack drüber zu streichen, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass mir die Problematik für mich auftaucht. So habe ich also im Augenblick nicht so viel Ahnung, bin aber einigermaßen frustriert, weil es wirklich schade ist. Und es wirft mich auch zeitlich natürlich zurück, weil es ist relativ viel Arbeit. Vielleicht hat jemand eine gute Idee. Abgesehen davon habe ich nicht so furchtbar viel gemacht, aber ein paar Sachen und die zeige ich euch jetzt. Die Gleise vom Kopfbahnhof der Nebenstrecke sind fest verlegt mit Kork drunter. Wie üblich, wie bisher auch, nichts Besonderes. Die Drehscheibe sitzt noch hier locker drin, ist noch nicht fest, aber es ist soweit angepasst. Und ich glaube wirklich, dass ich hier noch ein Abstellglas hinmachen werde. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Es gab auch eine Idee, das nach hinten weiterzuführen und vielleicht einen kleinen Schuppen zu machen. Dafür wäre auch noch Platz. Das überlege ich mir noch. Aber im Augenblick ist es erstmal alles so weit fertig. Alles hat Strom, wie sich das gehört, wie man hier sieht. Alles ganz wunderbar und die Drehscheibe natürlich auch. Braucht sie, wenn die Lokos da drauf und wieder runterfahren. Ich finde, es sieht sehr gut aus. Es ist klein, es ist nicht über alle Maßen im Weg oder sonst wie. Es passt, die Dimensionen passen alle. Und was bleibt, ist ein kleiner Funktionstest.
Außerdem habe ich Gleise gekauft. Schmalspur, 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 sagt mal einer dreimal Schmalspur hintereinander. Roko, Schmalspur, alles keine Neuigkeiten, ein paar Weichen und hier habe ich flexibles Gleis, Kurven und darunter auch gleich Spanplatte, denn das, was hier rumliegt, ist das Holz, was ich benutzen werde, um die Konstruktion unter der ersten Ebene zu bauen für die Schmalspurstrecke. Ich habe mir überlegt, für diesen kleinen Bahnhof, der hier hinten hinkommt, da drunter, in diesem ausgeschnittenen Bereich, also hier weiter drunter, schnelles Rüberschwenken, habe ich in der Tat die Vorschläge aufgegriffen und werde zwei Weichen einbauen. Es ist wirklich unsinnig. Ansonsten fährt der Zug einfach einmal rum, endet wie geplant hier unten, nicht endet, sondern geht unten ins Tal, fährt wieder zurück. Das heißt, er fährt falsch dann irgendwann, muss er ja. Und deswegen wollte ich diese Gleise hier, die Weichen hier nehmen, um die Lokomotive hier umsetzen zu lassen. Ich brauche dann noch zwei Unterflurantriebe, was kein Problem ist. Ich denke, das wird sich gut machen und da der Zug so klein ist, so kurz, kann man einen relativ kurzen Ausweichbereich mit einbauen. Das ist das Holz, ich werde das entsprechend alles aussägen und dann darunter bauen. Und das hier ist das Gleis, was dann dort unten rechts im Tal erscheinen wird. Und das alles wird hier drunter gebaut, wo noch Kabelgewusel ist. Ich denke aber, das sollte keine große Herausforderung sein, weil es einfach nur eine Strecke ist mit einem leichten Gefälle. Ich habe 6 mm Spanplatte, glaube ich, Sperrholz genommen. Und nicht Spanplatte, Sperrholz, 6 mm, damit es auf der einen Seite stabil genug ist und auf der anderen Seite, dass man gut und damit arbeiten kann. Die ganze Geschichte ist sehr leicht. Das sollte wirklich kein Problem sein. Das ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Denn hier ist, wie gesagt, alles soweit fertig. Sonst nichts weiter Neues. Ich habe wirklich nicht allzu viel gemacht. Ich muss mich aber auch nicht rechtfertigen, denn das Wetter war super, abgesehen von dem Regen. Denn dazwischen war immer wieder Sonne. Also habe ich mehr Zeit draußen verbracht. Und werde jetzt aber auf jeden Fall mich dem Unterbau hier widmen, um diesem kleinen, aber feinen Zug dann eine Strecke hinzusetzen. Das war's. Ein kurzes Update heute nur. Ich bin jetzt auch erstmal ein bisschen im Urlaub, muss man sich gönnen, ne? Pause von diesem stressigen Modellbau. Aber es geht natürlich weiter. Auf jeden Fall bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mithören, Mitmachen. Und wenn jemand Ideen hat, um das hier wieder wegzumachen, wie von Geisterhand verschwinden zu lassen, immer her damit. Würde mich freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Cheerio.